Die Blobs waren eine freundliche, glückliche Rasse. Ihnen fehlt es an nichts. Sie verbrachten ihre Tage mit der Erziehung ihrer Kinder, der Ernte von Kirschen und dem Studium von Astro- und Quantenphysik. Fehlender Ton ist fehlend, aber beabsichtigt. Kriege und Zwietracht kannten die Blobs nur aus Legenden. Viele hatten nie eine Waffe gesehen, manche bezweifelten sogar deren Existenz. Sie hatten ein glückliches Leben, aus durch ihre saubere Welt hervorragendes Klima und Urlaubsorte oder sowas in der Art. Abgeschnittener Text ist abgeschnitten. Dann ging etwas schrecklich schief. Als die Bomben der Fremden auf ihre Heimatwelt herunterregneten, waren die schlimmsten Ängste der Blobs wahr geworden. Die Blobs zogen in den Krieg. Metal Blob Solid. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Kurz angespielt von holase.de. Ich bin Meldrian und zeige euch heute Metal Blob Solid Blob Wars Episode 1-2D Shooter aus dem schönen Jahr, irgendwie Anfang der Entwicklung war 2004. Und das letzte Update für diesen gar nicht mal so schlechten 2D-Plattform-Shooter war 2016. Nichtsdestotrotz lässt sich das Ganze auch heute noch spielen und macht unumwunden nicht weniger Spaß. Deswegen geheiligt seien die Klassiker. Um was geht es? Ihr seid ein kleiner blauer... Was rede ich denn da? Ein Player... Kleiner gelber Blob. Und könnt euch bewaffnen, springt von Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt. Und ballert euch durch allerlei gegnerische Schergen, die versucht, euch ans Leder zu knittern. Kurz vorab, das soweit zur Story. Optionen gehen wir mal kurz rein. Festgelegte Auflösung ist festgelegt, da lässt sich nicht viel reißen. Ihr habt nur die Option zwischen Vollbild an und aus. Geräusche, Lautstärke, Musik, Lautstärke, Ausgabe, Mono oder Stereo. Da klatsche ich mal eben fix in die Hände. Helligkeit, blutige Effekte an, aus. Was das ist, werdet man gleich sehen. Tasten konfigurieren, soweit auch selbstverständlich, denke ich. Gucken wir gerade mal rein. Links, rechts springen, runter feuern, Jetpack aktivieren, Pause, Radarkarte, Standardeinstellungen und zurück. Das heißt, das Ganze recht minimalistisch umzulegen auf ein Gamepad, wenn man denn das denn möchte. Ansonsten komplett spielbar über die Tastatur. Maus ist nicht notwendig. Joystick habe ich keinen angeschlossen, sonst könnte man da jetzt noch mit rumspielen. Aber ja. Ich könnte laden, ich könnte ein laufendes Spiel fortsetzen, aber wir fangen selbstverständlich nochmal von vorne an, einfach auch. Ich mache den Einstieg, ihr macht den Rest. Das hat in der Vergangenheit gut funktioniert und wir machen das einfach hier genauso. Neues Spiel. Ach, überschreiben wir mal das, was ich schon hatte. Und das Ganze läuft auf normal. So. Ich könnte jetzt mit der Maus den hier machen. Ich kann aber auch die Pfeiltasten benutzen. Und wähle die Wiesen. Hol mir kurz die Info. Viele Blobs lebten in den Wiesen ihrer Heimatwelt. Deshalb fanden auch viele der Schlachten dort statt. Um möglichst viele Blobs rund um die Heimatwelt ausfindig zu machen, ist es auch essentiell, dass du einen von den Truppen zurückgelassenen Sender findest. Benutze dein Kurzstreckenradarsystem, um den Sender, und so viele Vermisste wie irgend möglich ausfindig zu machen. So viel zu den Informationen über die Wiesen. Hier würde man nachher sehen, wer da alles gefunden und nicht gefunden wurde. Stats sind auch noch leer, soweit so klar. Optionen waren wir eben schon und los geht das. Blob. So, kurze Übersicht über den Level im Hintergrund. Wenn man wollte, könnte man auf die Art und Weise einen Großteil des Levels schon, bevor man ihn spielt, sehen. Ist, glaube ich, so gewollt, würde ich jetzt mal behaupten. Feuertaste drücken, um fortzufahren. Was wir machen müssen, ist 5 Vermisste retten, einen Sender finden und 50 Feinde besiegen. Ist machbar. So viel als Spoiler vorab. Da sind wir. Und sammeln witzige Kirschen auf, die uns dankenswerterweise von übertrieben blutig dahinsiechenden Gegnerhorden zurückgelassen werden. Neben den kleinen Obstkorbgeschenken, die hier so runterfallen, fällt auch hier und da mal eine Schusswaffe hinunter. Darauf warte ich zumindest gerade und bin verwundert, dass das nicht schon 5-mal der Fall war. Ah, da war es gerade der Fall. Jetzt beispielsweise am Start die sehr, sehr nette Schrotflinte.
Was sie tut, dürfte soweit klar sein. 3 Schuss in irgendeine Richtung, aber dafür funktioniert sie nicht unter Wasser. Gilt auch so für ziemlich alle Schusswaffen, die es gibt. Unter Wasser tun sie nicht das, was sie sollen, außer die Pistole. Der kriegt auch mal direkt in den Rücken geschossen, mutig wie wir sind. Wir haben Lister gerettet, steht am unteren Bildschirmrand. Einen der 5 für den Abschluss dieser Mission notwendigen Blobs. So, Schrotflinte, kennen wir schon, 3 Schuss, relativ tödlich. Alles stirbt nach dem ersten Beschuss, zumindest am Anfang. Später wird das sicherlich nicht mehr so sein. Und, jetzt geht's hier weiter. Lustig, brutalistisch mit Granaten. Von denen wir laut Bildschirmtext zwar nur einen Satz aufgenommen haben, aber wie für alle anderen Waffen auch gilt, unendlich Munition. Da war kurz das Lasergewehr zu sehen und jetzt das etwas imbalanced Maschinengewehr, mit dem man alles, was sich irgendwo abseits des Bildschirms befindet, mal eben über den Haufen ballern kann. Zurück zur Pistole. Wie gesagt, Anfangswaffe und vermeintlich schwächstes Glied in der Munitionskiste dieses Spiels. Allerdings das einzige derzeit mir bekannte Waffensystem, das auch unter Wasser funktioniert. Je nach eigenem Spielprinzip kann man Feuertaste gedrückt halten oder auch eben nicht. Einem entsteht kein Nachteil dadurch. Wie gesagt, unendlich Munition. Nö. Lassen, glücklich sein, vielleicht auch irgendwo im Hintergrund mal einen Automatismus programmieren. Ich überlege gerade, ob wir hier schon waren. Ich rede zu viel und denke zu wenig. Ich vermute, wir waren hier schon. Da hoch komme ich noch nicht. Das wird später etwas sein, was sich dann über das Jetpack oder einen anderen Zusatz, den ich noch nicht habe, realisieren lässt. In die Säure unter mir sollte man aus gesundheitlichen Gründen nicht stürzen wollen. Außer man hat einen nicht ganz so spielzielerfüllenden Fetisch in Sachen Linux Gaming oder Gaming allgemein. Was haben wir hier Feines? Laser. Ein Laser! Dr. No. Wird schon ganz hellhörig. Ja, was gibt es sonst noch so zu sagen? Entwicklungszeitraum habe ich kurz angesprochen. Das Ganze basiert auf SDL2, lässt sich beispielsweise unter Ubuntu ganz einfach über die bereits vom Betriebssystem mitgelieferten Quellen installieren, auch in der derzeit aktuellsten Version, das heißt bei 2.0 ist da damals Schicht. Na, kommt schon her hier. Das war merkwürdig. War da damals Schicht, seitdem ist da nichts mehr weiter passiert. Den Radarmonitor zeige ich auch mal kurz. Jetzt sieht man unten links, da ist ein Vermisster. Und alle so, hey, dann geh doch mal zu dem hin und hol den mal. What? Ja, und ich habe das Levelziel geschafft. Okay, das passiert, wenn man das Levelziel schafft und sich in der Evakuierungszone befindet, was ich scheinbar tat. Und ja, erster Level geschafft in 3 Minuten 27. Tippidi-top. Und ja, 70 Megabyte im Download aus den distributionseigenen Quellen beziehbar, keine umständliche Arbeit, um das irgendwo herzuziehen oder so. Einfach locker aus der Hüfte geschüttelt, aufs System geknallt. Und 25 Minuten der Entwickler Parallel Realities, schwierig auszusprechen für mich, verspricht 8 Stunden Gameplay. Und ja, wenn man die durch hat, gibt es auch noch einen zweiten Teil, den ich jetzt hier innerhalb dieses Videos nicht behandeln werde, aber der ist dann 3D und man ist wieder so ein Blob und ballert rum, aber eben in 3D aus der Third Person, glaube ich. Muss ich bei Zeit vielleicht auch nochmal gucken, aber ja. Das soll es erstmal gewesen sein zu Blob Wars Metal Blob Solid und hat mir jetzt zuletzt das Wochenende einigermaßen gute Dienste geleistet in Sachen Unterhaltungsfaktor. Dachte ich mir, gebe ich mal weiter an die Linux Gaming Community. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, einen kleinen Infotext gibt es auf holase.de. Ansonsten besucht gern die Seite von Parallelities oder eben die GitHub-Seite, wo auch ein bisschen was steht. Ich glaube, es könnte auch SourceForge sein. Ach, ich weiß nicht, wo das Ding liegt gerade. Und ja, was bleibt mir noch übrig, außer zu sagen, viel Spaß damit. Und mehr eigentlich nicht. In diesem Sinne, man sieht, schreibt, spricht.
und spielt sich. Bis zum allernächsten Mal, macht das gut, haut rein. Und tschüss. Und ich werde jetzt mal sehen, dass ich hier den Kollegen im überfluteten Tunnel noch aushelfe, indem ich diesen Level starte. Okay.